Hallo, hallo, Kochen mit Andrea. Ich wollte heute Morgen Resteverwertung machen. Ich hatte noch Mandarinen über, eine Orange und ein paar Äpfel und davon koche ich Marmelade. Und dann nehme ich euch mal mit zu. Ich habe meine sehr überreifen Mandarinen hier schon reingetan. Guckt. Zeige ich euch mal eine. Guckt, die sind sehr überreif, aber wegschmeißen zu schade. Ich habe mir jetzt hier so eine Schale, 1 Kilo, zusammengestellt. Wie gesagt, und weiße Schokolade, die musste auch noch weg. Und das tue ich jetzt alles im Mixtopf. So, seht ihr? Und das 15 Sekunden. Aber ich mache 20 Sekunden. 20 Sekunden auf Stufe 10. So, jetzt zeige ich euch das mal, wie es aussieht. Guckt, so sieht es aus. Riecht sehr nach Mandarine. Wie gesagt, das ist jetzt so eine selbst zusammengestellte Marmelade. Ich habe nur darauf geachtet, dass ich auf 1 Kilo Frucht komme. Und wenn ihr sowas habt, könnt ihr ja Früchte nehmen, wie ihr wollt. Vielleicht nehmt ihr Mandarinen oder Clementinen habe ich genommen. Die sind ja ohne Clementinen, kaufen wir sowieso immer nur. Und dann könnt ihr anderes Obst, Erdbeeren vielleicht dazu tun. Oder Äpfel, Birnen, so wie ihr das gerne haben wollt. Wie gesagt, und jetzt kommt 500 Gramm 2 zu 1 Gelierzucker dazu. Aber wie gesagt, das ist halt Resteverwertung, weil ich das jetzt nicht so verkommen lassen wollte. Und die Marmelade kochen wir jetzt auf 16 Minuten. Grad. Stufe 2. So, Gläser habe ich mir schon vorbereitet. Mal gucken, wie viele Gläser es werden. Ich habe jetzt so die Größe vorbereitet, 4 Stück erstmal und dann mal gucken, ob das hinkommt. Und wie gesagt, ich fand das eigentlich ganz gut, dass man auch mal ein Rezept ohne Rezeptangaben macht, aber ich schreibe euch das, dieses Rezept schreibe ich euch in der Infobox, so wie ich es gemacht habe. Und ja, wenn die 16 Minuten um sind, hole ich euch wieder mit dazu. So, jetzt ist die Marmelade fertig. Ich habe euch schon mal mit runtergenommen. Jetzt vergesse ich das wieder. So. Ganze Küche riecht nach Mandarinen. Guckt. So sieht's aus. Ich rühre das nochmal durch. Ja, das ist ganz gut. Wer mag, kann die auch noch mal ein bisschen pürieren. Ich werde das vielleicht jetzt auch ganz schnell noch machen. Dann hätte ich euch gar nicht mit runterholen müssen. Aber egal. So, ich werde das jetzt nochmal schnell durchpürieren und dann hole ich euch nochmal damit zu und zeige es euch nochmal. So, guck mal, jetzt habe ich es püriert. Jetzt sieht man richtig, richtig toll. Guckt. Ist jetzt richtig klasse. Und richtig sämig schon, also brauche ich keinen Gelierprobleme machen. Das wird immer, das weiß ich auch so immer. Geht immer gut. So. Jetzt füllen wir die mal ab. Ich brauche meinen Deckel. Das riecht so lecker nach Mandarine. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Richtig klasse. Na. Seht ihr das? So.
Mach ich mal ein Glas. Zweite Glas. Dritte Glas. Den Rest tue ich in der Schale, den können wir dann gleich essen. Guckt. Vier Gläser sind es geworden. Dreh die dann gleich zu und dann können die anziehen, die Gläser. Gleich so, ich stelle die auch nicht auf den Kopf. Ja, ich drehe die nur ganz fest zu und dann lasse ich das Glas so kalt werden. So mache ich das mit den anderen dreien auch noch. Und wie gesagt, vielleicht hat euch das Rezept gefallen. Dann könnt ihr das ja mal nachmachen. Ich schreibe euch dieses Rezept, wie ich es gemacht habe, euch in der Infobox. Und ja, vielleicht macht das mal nach. Und dann könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Rezept gefallen hat. Und ihr könntet mir auch mal schreiben, was ihr noch gern auf meinem Kanal sehen wollt. Wie gesagt, das würde mir auch weiterhelfen. Könnte ich da ein bisschen auf euch eingehen. Und anders wäre schön, ein Däumchen nach oben, kostenloses Abo, Glocke aktivieren, dass ihr kein Filmchen von mir verpasst, wenn ihr das wollt. Und anders wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Passt gut auf euch auf. Und dann hören wir uns beim nächsten Video wieder. Eure Andrea. Ciao!